Moin Leute, was geht? Und das ist voll der lame Anfang. Egal, ich bin gerade hoffentlich bei guter Laune, ich weiß nicht. Ja, wir sind jetzt wieder bei World of Tanks und was habe ich zu sagen? Ich habe gar nichts zu sagen, nur dass wir lauter Panzer haben. Ach ja, jetzt weiß ich, was ich zu sagen habe. Einmal, wir haben ES7 lange nicht mehr gespielt, den spielen wir auch schon mal. Auch wieder mal, ja, wir landen im 10-Minuten-Gefecht, das ist alles schön und gut. Und ich frage mich, ob ihr das Deutschland-Spiel gesehen habt. Deutschland gegen Portugal, das war richtig Hammer, muss ich sagen. Also, ihr werdet dieses Video anscheinend am Mittwoch sehen. Und bei mir ist heute Dienstag und das Spiel war Montag. Ja. So spät kommen meine Videos, Dumpter Ecki nochmal. Ja, ich hatte zu tun in den Montag und Dienstag. Ja, Sonntag konnte ich nicht aufnehmen. Ja, doch, Sonntag konnte ich nicht aufnehmen. Montag konnte ich auch nicht aufnehmen. Hatte ich genug zu tun. Und ja, jetzt haben wir Dienstag. Und jetzt habe ich einen schönen freien Tag. Morgen kann ich ausschlafen. Dann gehe ich etwas später in die Schule, weil ich da voll hab. Yeah! Hab Sport und frei. Keine Ahnung, Lehrerin ist irgendwie nicht da, hat keine Ahnung. Sie sagt irgendwie, dass sie nicht da ist, sie ist halt eben bei dies und das, kann halt eben was Lehrer zu machen, ne? Deswegen kann ich mich freuen und schlaf aus den Morgen. Das ja, wir gucken jetzt mal hier mit der ES7, was hier so schön ist. Das ist ein anderer ES7, Hallöchen. Nö, ich hab. Dich ab. Das war schon ein bisschen Glück, dass der da durchging. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob mein Sound zu laut ist. Ich glaube, mein Sound ist ein bisschen zu laut, beziehungsweise die Kanonen. Ja, das war kein Wunder, dass der gerade nicht getroffen hat. Ich glaube, meine. Die Kanonen, die ganzen Schüsse. Sind schulaut. Party, Erdi gefangen. Ich, Alex. IST. Oh, der zeigt mir schön seine Kinder. Jop, Farmer. Dankeschön. Aber wir müssen aufpassen, dass uns nicht die E75 da kriegt, ja. Und der E100 vorne und ES7 und der ganze Rest, der da steht, ne? Das sind ja nur 2 10er und 2 9er, das Rest der Bande. Na, hallo ST. Oh, schade, der hätte gut treffen können. Der Spankion im Chat, der hat jemand als cool, ich kann wissen, was ist. Erwischt unterwandern. Ja, okay, ein Wunder. Schießen wir mit HE? Ne, ich glaube nicht. Den ST, da muss. Den muss jetzt irgendjemand rausnehmen. Ich kann nicht alles machen. Was? Ne, 100. Da muss ich. Ah, unterwandern. Schön. So, wir müssen uns mal darauf konzentrieren, jetzt mal die One-Hit-Panzer alle rauszunehmen, weil die verteilen jetzt unnötig Schaden. Ich glaube, ich bin gerade ein bisschen leise, mein Mikro war etwas weiter weg von mir. Und zwar nutze ich ein anderes Mikro. Oh Gott, kommen wir jetzt alle hier rüber gerushen. Ey, wir sind. Hallo. Oh Scheiße. Aua. Na! Aua. Und tot. Aua, aua, aua. Das war eine Zickmühle. Gott, aber bevor wir weiterspielen, Effekte. Ich glaube, das da sind die ganzen Geschütze und so. Stellen wir mal auf 70.
oder? Ja, schon etwas besser. Oder auf 65. So. Dann zur Garage. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht bei meinem Mikro so ein kleines Störsignal hört. So vielleicht so ein. Also Rauschen ist auf jeden Fall weniger als das von meinem anderen. So ein eher so ein. Also ein leichtes Rauschen ist dabei, aber auch so ein Fiepen, so ein, weiß ich, kann sein, dass da so ein Fiepen halt eben dabei ist. Aber meiner Meinung, weil das etwas, ist das Mikro einerseits besser, hört man da, glaube ich mal, besser. Und andererseits habe ich jetzt mein blöden Mikroarm. Womit ich da mein Mikro halten kann, und das alte Mikro, was ich die ganze Zeit verwendet habe, das war ja an einem anderen Headset, und das habe ich mir dann immer um den Hals gelegt, weil ich noch solche separaten Kopfhörer habe, solche guten von Bose. Ja, jetzt mache ich noch Werbung. Ne? Ja, und die habe ich mir immer um den Hals gelegt, weil das halt eben, das Mikro konnte ich halt eben nicht vom Headset abmachen. Ja, deswegen, weil der Mikroarm halt eben so super Hand zu haben ist, er ist richtig praktisch. Und deswegen habe ich das so, hab ich mal ein bisschen meine Schränke durchfühlt, habe noch so ein anderes altes Mikro gefunden, aber das hat war an Kabel, also das war entgegen an einzelnen an Kabel, nicht an einem Headset geschmiert. Und das habe ich jetzt einfach an meinen Arm hier getan. Funktioniert alles wunderbar, außer halt die Störsignale nach wie vor. Yep. So, als Medium hier auf der Map, da tue ich mich relativ wenig, vor allem bei Angriff. Ja, wie ihr seht, ich spiele gerade mal Angriff. Ich habe in den Einstellungen, vielleicht kann ich euch das kurz zeigen, hier. Angriff habe ich angemacht, Begegnungsgefecht nach wie vor aus, weil mir es nicht gefällt. Ja, weil da einfach die Chance so ist, dass das Team sich einfach so richtig dämlich anstellt. Da kämpfen sich einfach welche hinten an das am Spawnpunkt hin. Was schon mal total unnötig ist, weil es dieses Jahr, das Ziel ist es ja, die Gegner alle zu vernichten oder zu campen. Aber deswegen campen sich da einfach welche an der Base sind und macht überhaupt keinen Sinn. Und der wird das eigene Team nach und nach platt gemacht. Durch die 450 Volleyball. Ja. So, wir schauen mal, was wir jetzt hier machen. Der T54 hat den anderen rausgeholt, das ist wunderbar, aber ich glaube, wir fressen es sowieso gleich die Granate, vor allem weil ich gerade einen Baum umgefahren habe. Die jetzt 100 pro auf sind. Boah, in dem Moor, da kann man sich wunderbar bewegen. Hammer geil. Was ich ein bisschen scheiße finde, ist, dass ich. Die Kanone hier an sich vom T69, die ist nicht die beste. Schaden ist eigentlich ganz gut. Viel Granaten, auch ganz okay. Aber die Durchschlagskraft, die ist zum Kotzen, finde ich. Also 173 Durchschlag. Da hat der KV-1S schon mehr mit seiner besten Gun. Der hat 175 mm und der ist ein 6er. Und du hast hier einen 8er und der hat nicht mal mehr. Und, aber immerhin annähernd so viel. Mit der Goldmuni 250 durch. Schlagskraft. Ja, ist okay. Als Goldmunition vollkommen in Ordnung. Aber ist. Boah. Willst du jetzt die ganze Zeit wissen? Ja, also. Pausenlos kann man auch nicht mit Gold schießen, weil. Also, wer das Geld hat, soll er ruhig machen. Oh, ihr ist drei. Hallo. Komm, verschießt du irgendwie. Ja, und die Präzision, die ist leider. Die ist traurig. Einfache Ein-Wort-Definition der Präzision hier, die ist traurig. Du ballerst da so richtig schnell Magazine. Und wenn du nicht triffst, dann. Ja, ist halt eben scheiße dabei. So, der Ferdinand, da müssen wir aufpassen.
ja, was ich noch scheiße fand, ist beim T54E1. Das sehen wir. T54E1, genau. Der Nachfolger vom T69, der kann ja. Der hat ja. Anfangs. Turmträger, war schon cool. Auch dabei. Ist mir gar nicht wirklich aufgefallen. Moment, hören wir nochmal. Cool. Das ist geil. Ja. Nochmal zurück zum Thema. Der Nachfolger von T69, der hat genau die Gun, die ich jetzt hier drauf habe. Als Anfangskanone. Und die. Das ist kacke. Und ich mach mal Schaden mit dem Ding. Das ist aber was ganz Neues. Oh, das Mommy knickt. Das heißt, glaube ich, dass der Ferdi vielleicht mal hier rumhuscht. Oder ein Prototyp. Hilfe. Apropos. Oh, ein Schuss haben wir noch. Komm vor. Passt. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Prototyp. Oh, der ist schon verschwunden. Den sehe ich. Auf die Entfernung nicht. Cool, beziehungsweise nicht cool. Und bei mir leckt's gerade. Hat man links oben gesehen. Das war von mir, bei mir von. Ich kann nicht mehr reden, was ist los? Wir haben das Ziel verloren. Von was sagen wir es auch so, dass auf einmal einfach der Server angefangen hat zu laggen. Nee. Also wir fucken im kleinen Foto auf. Wir haben sie nicht mal angekratzt. So, wir drücken jetzt C, der Boden ist flach, nach. 8. So, jetzt weiß ich, wie man mit einem Medium hier auf der Karte spielt. Hallo. Nicht hallo, tschüss. So, was ist denn hier? Der kam schon an Sonnen und der fährt ihn, glaube ich, immer noch. Wir müssen hier echt aufpassen. Das ist. Oh, und hier müssen wir auch aufpassen. Prototyp A, an den kommen wir erst her. Aber die trotzdem irgendwie an uns. Fahren wir mal hinter den Stein, da haben wir wenigstens mal Deckung. Mit Arsch nach oben. Oh oh. Nein, nicht rausfahren. Die schießen uns von der Seite klein. Da. Immer wenn Action kommt. So wie jetzt gerade. Da sage ich irgendwie gar nichts, weil ich da irgendwie konzentriert bin. War denen gerade ein Baum gefallen? Ah, da war ein Baum gefallen. Aber nachgeladen ist die Kanone immerhin schnell. What the fuck? Hä?